Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD 2 im Ranglistenmodus mit Amon Lukas zusammen. Ich hatte auch vor, den Champion zu nehmen. Pyro, stark. Dich raus, Goldwerferei. Das können wir machen. Frontline. Frontline, haut hin. Eiersack Champion. Ja. Das wird schon stark. Hydra spiele ich selten. Wirklich selten. Aber das wird was, sage ich euch. Hat eine Aufwertung gemacht, gar nicht schlecht. Yuzora. Oh, hier nur ein Sturmjäger. Ja, der könnte mehr Rocker haben. Da muss ich aufpassen. Wenn das Fiesta war, dann ist es ein gutes Fiesta. Dich weg. Eiersack hin. Können ruhig noch ein bisschen weiter hinten hinstellen. Eiersack Champion. Das ist krass. So, ich gucke jetzt mal, was passiert. Eine Aufwertung. Sehr schön. Er dürfte eigentlich nicht genug haben, um mir einen Robo zu schicken. Das glaube ich nicht. Wir können auf jeden Fall auch eine Miliz hinstellen. Ja, so mache ich es. Medizin stellen. Ja, haben wir auch. Oh, das wird eng. Aber sieht gut aus. Ja, sehr schön. Hat doch alles funktioniert. Holy shit, eine fette Hydra mit Champion. Das ist schon stark. Da kann eigentlich nichts mehr passieren. Wo hat auch einen Eiersack? Hat ordentlich durchgelassen. Ja, wir sollten gar keine Probleme haben. Da kommt noch der Rocker raus. Ja, gute Idee.
Nee, wir wollen kein Split. Weil ich ein Pyro habe. Da will ich kein Split haben. Not enough material. Yes, my lord. Yes, my lord. Können wir gut locker pushen. Hydra ist nicht mal abgekackt. Also zu den kleinen. Hydra links. Das schön kleiner Lied für uns. Ganz entspannt schon mal zwei Bazookas hinstellen. Das wird eine gute Runde, das rieche ich. Nächstes bei den Raves muss ich dann aufpassen. Zuerst mal keine Worker holen. Man schickt trotzdem. Reicht nämlich ganz genau, dass ich mir dann den Pyro leisten kann. Also den brauche ich jetzt nicht, aber ich werde jetzt eine Miliz aufwerten für die Verteidigung. So sieht das gut aus. Das ist schon saftig. Eine voll ausgebreitete Hydra mit Champion Buff. Auch Kampfnarben oder Beschützer. Holy shit. 180. Okay, das ist schon fett. Ja, das wird wohl nix. Ich kann auf jeden Fall noch locker pushen. Die kleinen Mini-Champion-Hydras. So, jetzt werde ich mal einen Teufelsfisch aufwerten. Und weiter vorne mache ich dann den Zeus draus. Nächste Runde. Schnecken. Das sollte gar kein Problem sein. Ja, der hält aber auch ganz gut. Er hat jetzt noch einen Elite Archer gebaut. Ja, das wird ein Hold. Hier drüben auch.
Brawl. Noch ein Worker, ja, wieso nicht? Wieso nicht? Ja, stimmt. Muss aufpassen, damit die 25 piepen. Das wollen wir natürlich nicht verlieren. Ich werde jetzt auch keinen Worker holen. Sondern gucken, dass ich vielleicht zwei Zeus aufwerten kann. Sollte kein Problem sein. Einer geht auf jeden Fall. Und der zweite ist auch drin. Ja, das sollte haben. Ja, auf 12 klingt gut für mich. Ein bisschen magischen Schaden mit rein. Ja, auch ganz viel mit Kaulquappen. Jedenfalls sind zwei Worker drin locker. Muss ich ein Pyro aufwerten? Kampfnamen sind auch nicht schlecht für die Hydra. Die wird dann noch fetter. Den werde ich mal tauschen für die Runde. Ich sollte ein bisschen magischen Schaden mit reinschicken für den Metzger. Brauche ich nicht unbedingt. Okay, eine Hexe. Da hole ich mir keinen Worker. Das ist nur so eine. Ich habe was gesendet, damit ich mir was kaufen kann. Strategie ist. Lass mich kurz überleben. Ich kann natürlich hier die Königsklaue schon mal machen. Die hätte ich gern hier drüben. Let's go, boys. Weil da könnte ich noch einen Eiersack platzieren. Nichts geschickt. Guck mal hier rüber. Hat auch eine Königsklaue. Hat den Groll und den Metzger. Ja, das wird glaube ich nichts. Nee, auch nicht. Er war nicht Oberbild. Jetzt tauschen wir die wieder. Millennium super stark. Ja, mal gucken. Wir gucken mal, was jetzt kommt.
Die könnten auch noch für 14 sammeln. Ja. So, maximaler Millennium, der wird mir schon weiterhelfen. So, wir werfen den Teufelsfisch noch auf. Damit genau 0 piepen. Sieht gut aus. Aber der Weltenzerstörer. Holy shit, noch nicht. Okay. Der Weltenzerstörer war wichtig. Okay, der ist durch. Der auch. Sehr gut. Bonus Gold, das können wir gut gebrauchen, wenn wir jetzt auf 15 schicken wollen. So, Millennium wäre natürlich nicht schlecht. Aber wir bauen noch ein Pyro. Und noch ein Pyro. Und noch ein Pyro. Den werte ich auf. So, 4 Pyros am Start. Gucken wir mal. Es sind noch 2 Pyros, die anderen sind tot. Das schaffe ich nicht, aber trotzdem ganz, ganz gut verteidigt. Okay, er ist sogar durch. Auf jeden Fall noch ein Eiersack platziert, dass dann auch eine Hydra rauskommen kann. Muss nur 17 überstehen. Und das sollte ich. Und klar, Pyros sind auf 17 nicht ganz so geil. Das sollte klar gehen. Die haben 4 magischen Schaden, da müssen wir schon. Also macht es schon Sinn, auf jeden Fall jetzt zu gehen. Millennium ist nicht schlecht. Bauen noch einen.
Hier noch ein bisschen mit kleinen Einheiten aufrüsten. Arasak hat auf jeden Fall schon mal eine Runde überstanden. Das kommt nicht eine ganz beschissene Hydra raus. Ja. Und jetzt schicken wir euch den Arasak ab. Jetzt kann ich auch wieder ordentlich Worker aufrüsten. Sieht ganz gut aus für mich. Ja, sehr schön. Ah, ich sollte halten. Aber ich bin auch gut durchgekommen. Das kann man nicht vernachlässigen. Ein Robo. Ja, ich block das, kein Problem. Trotz meines Eiersackes kann ich das blocken. Ja, den habe ich aus weiser Voraussicht schon platziert. So, wir machen hier noch mehr Pyros. Jetzt muss ich aber langsam auch mal hier den aufrüsten. Den sieht man gar nicht, weil die Hydra so fett ist. Das ist eine geile Runde auf jeden Fall. Machen wir den weg. Okay, was schickt mal rein? Ja, Kraken hätte ich jetzt auch gemacht. Kraken hätte ich hundertprozentig jetzt auch gemacht. So, Stichschaden habe ich leider nicht so viel. Deswegen müssen wir nehmen, was wir kriegen können. Achtundvierzig, das ist nicht ohne. 69, der Geisterritter kam noch raus. Die Doppelhydra Frontline ist natürlich nicht schlecht. Ah, diesmal schaffe ich es nicht. Aber Armin Lukas hat gut geblockt. Leider auch nicht durchgekommen. Mehr Leben, Jungs. Kann ich mir nicht leisten.
Ja, gut, dann bleiben wir bei dreien. Die sind schon manchmal richtig fett. 664 Damage, so. Und die greifen nicht mal mega slow an. Also finde ich die super. Irgendwo noch einen? Nein. Und hier noch ein Pyro draus. Und mehr kann ich mir nicht leisten. Machen wir so, da profitieren die wenigstens noch davon. Ja, viel magischen Schaden. Mehr Hexen. Okay, schauen wir mal, wie es läuft. Schauen wir, die beiden Pyros noch aufwerten. Ich stelle ihn jetzt noch hinten. Gucken wir mal, letzte Runde. Tausendeinhundert. Ich habe ein bisschen mehr geschickt. Schauen wir mal. Oh, holy shit, das sieht gar nicht schlecht aus. Der ist schon down, sehr schön. Es bleibt nicht viel übrig. Es bleibt wirklich nicht viel übrig. Er hält das. Aber wir sind nicht tot. Wir sind sogar noch durchgekommen, holy shit. Sieg! Victory. Ach du Scheiße. Ich dachte, wir müssen noch eine Runde. Ja, aber die war echt geil mit der Hydra. Holy shit. Ja, es war wirklich, wirklich schwitzig, aber es war geil. Es war eine gute Runde. Die kann man sich einfach mal antun. Ich bin ja auch ganz schön abgestiegen. Bin ich froh, dass ich plus 20 kriege. Wir wollen weitere Runde Legion. Lasst ein Like, ein Abo da für die Hydra auf jeden Fall. Schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Bis dann, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.